It's your boy Skinny P. Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Cheater-Experiment. Die letzten beiden Versuche, dieses Experiment weiterzuführen, also mit Rank, sind leider in den Hintern gelaufen, denn ich habe jeweils 40 Minuten lang in der Spielersuche verbracht, darum auch den Rank dann mit der Zeit verloren und kam zu keinem Spiel. Selbst Deathmatch, wie ich jetzt hier auch gerade spiele, wurde nicht gefunden. Also ich sitze in der Spielersuche zu einem Spiel und könnte ewig suchen. Ich habe es heute dann wieder mal probiert und siehe da, tatsächlich finde ich wieder Spiele. Sogar sehr schnell, wie man hier eben gesehen hat. Mein Plan war dann natürlich, dieses Spiel hier zu gewinnen, um dann im nächsten Mid-Rank spielen zu können. So leicht ist es aber nicht. Wir hatten nämlich leider ein Kind dabei. Und wie wir alle wissen, ist das meist ein schlechtes Omen. Vor allem hört sich dieser Knilch hier an wie 5 oder sowas. Also eine große Hilfe wird er nicht sein. Und ja, er war es auch nicht. Natürlich habe ich versucht, was geht, dass wir hier den Win eben noch hinbiegen können. Ich hatte auch einen weiteren Mate, der nicht schlecht war. Aber ja, die anderen drei waren halt einfach nix. Thank you. Der Kollege und ich konnten das Spiel so halten, dass es halt immer auf der Kippe stand. Also dass wir halt eben immer wieder aufs Unentschieden rauskamen. Aber nach dem Rundenwechsel oder nach der Hälfte vielmehr... Should we try B? ...ist das Spiel dann komplett in die Hose gegangen. Wir haben zwar noch ein, zwei starke Runden gehabt, aber ja, man ist nicht zusammengelaufen, die Ansagen wurden nicht angenommen. Und als es dann langsam, aber sicher auf den Lose zuging, wollte das kleine Stinkekind, das auch immer wieder kompletten Scheiß zusammengespielt hat, damit man hier sehen kann, dass es gekickt wird. Ja, kick me please, lille. Ich habe dann gesagt, bleib hier, wir gewinnen das zusammen. Natürlich wurde der Kick nicht angenommen und ja, dann ist er halt einfach gegangen. Nachdem er uns noch ein, zwei Runden gekostet hat, aufgrund von Inaktivität und so weiter. Ich werde jetzt einfach in ein weiteres Matchmaking reinsuchen und hoffen, dass ich halt keine zu großen Kackstelzen am Start habe. Vor allem niemanden, der einfach so lief. Und dann sollte ein Win eigentlich easy drin sein. Ich mache Train raus und das wird jetzt auch das Spiel, das eben für euch dann so richtig, ich sag mal, sichtbar sein wird. Mal gucken, ob wir jetzt wieder so schnell ein Spiel finden. Die letzten zwei Versuche waren einfach für den Arsch. Ich kann ja nicht hier hocken und 40 Minuten auf ein Spiel warten und es passiert nichts. Also das geht nicht. Sieht erstmal nicht so gut aus. Ja, komm. 4 Minuten gehen. GLHF, so. Hello, Team. Hello. Take away. Ich bin mal gespannt. Immerhin war das eine Spiel cheatfrei, also. Naja. Fürs Experiment, sag ich mal, nicht schlecht. Aber um wieder in den Rank zu kommen, ne, ist es. Mitte ist offen. Mitte ist open. OB. Incoming. Der hört sich auf jeden Fall schon mal richtig sweet an, der Kerl. One down. Oh, shit. Can you. Green? Hello? Are you coming? Fuck, one is in window. Fucking deep sheets. Warum startet man ein Matchmaking, wenn man dann doch gar nicht da ist? Oh, ey, ist doch sowas von voll, gell? Was machst du? Die gehen 100 pro B, keiner ist gecrossed. Shit. They're on B now. One is close. Nice. Okay, let's go. Oh. Also wir sollten eigentlich vom Rank her bei, ich würde sagen, LE oder sowas stehen oder LEM, keine Ahnung. Also ich wurde das erste Mal LEM eingerankt, habe den Rank verloren wegen Inaktivität, wurde nach DMG eingerankt, war dann direkt wieder LE, also es sollte irgendwie LE oder so sein. Wir können doch jetzt nicht komplette Kekkos am Start haben, die hier halt einfach überhaupt nichts raffen und wenn was angesagt ist, 1000 Jahre irgendwo rumstehen, das ist doch kacke. Immerhin ist grün schon ein bisschen gelaufen, die Runde, ja, aber der Anfang, der Start hier ins Spiel ist erstmal nicht so schön. Naja. Und ist coming green. Weiß nicht, was er da gemacht hat. Bombe wurde gesichtet auf der Map. Ich weiß nicht wo. Long oder mit? Noch mit. Okay. Bumm, weggetappt. Enemy Yellow. Da würde ich ja fast gerne mal reingucken bei dem. Wie sieht's da aus? Statsmäßig 12 Kills schon in der 4. Runde. Wir gucken mal, wie er jetzt hier unseren Kollegen weghaucht. Sie gehen nicht zusammen drauf. Oh nein. Was macht er denn jetzt? Er spielt doch mit Lenkrad, oder? Vor allem läuft der auch mit dem Lenkrad. Weißt du, er muss die Pedalen unten so pumpen, dass er nicht bewegt. So lahmarschig wieder rumrennt. Ich glaube, der Rank ist erstmal nicht vorhanden für eine lange Zeit, wenn die Spiele so weitergehen. Vorhin bei dem Spiel mit dem Kind dachte ich halt echt, dass wir das aufgrund der dann doch bestehenden Kommunikation schaffen können. Und dann sagt das Kind auf einmal, please kick me, I think we're gonna lose. Fucking Childs. Oh, Noob LE. Das heißt, hier sind die Ranks wohl schon etwas bekannt. Ich lebe noch, ich lebe noch. Aber gleich nicht mehr. Another one. Two on long. Ey! Auf long? Ah, der ist wieder AFK! Naja, komm, ich versuche einfach selbst rauszuholen, was geht. Und, ja.
Naja. Halt nicht auszurasten. Und den Enemy Yellow müssen wir mal im Auge behalten. Jetzt halt 15 Fracks und 0 Toten. Later. Meint der ist mich oder was? Dass ich ein Face Level 11er wäre, what the fuck? Face Level 11, Alter, für einen einzigen Shot. Okay, vielleicht ist der Rank doch tiefer als gedacht. Also ein LE oder ein LEM wird so ein Shot nicht als, also als so skillful bezeichnet. Oder oh mein Gott, sehen! Der Block war kaki. Oh! Der hat mich vorhin so dreckig weggeholt. Ne, ne, da bleibt man schön liegen da, der Kerl. Ich lasse jetzt B offen, weil wenn der Hardcore-Boy auf Long ist, dann brauche ich da, glaube ich, nicht lange rumzukacken. So, boom, Alter. Okay, gut. Ja, also ich denke, der hat Info, der Gelbe. Der rennt halt durch und gibt die richtig deftigen Shots. Die Demo werden wir uns auf jeden Fall anschauen, um das zu confirmen. Cheetah Drita, siehst du da etwa jemanden, weil du da so stehen bleibst? Bombe ist auf B, ne? Also hier scheine ich irgendwie komplett wrong zu sein vom Skill-Level her. Oh, alle vier Mates auf A. Oh, nein. Ich kann gar nichts mehr versprechen mit dem Rank, weil wenn wir jetzt solche Spiele noch ein, zwei, drei Mal bekommen und ich halt down loses reingedrückt bekomme, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass halt der Rank dann noch schlechter gewertet wird. Und ich dann mit Gold oder sowas irgendwann eingerankt werde, falls dann mal im Schaltjahr wieder ein Win kommen sollte. Also zu meinen Jungs, ich denke, da ist keiner, also auf gar keinen Fall am Hacken, falls doch, muss es der schlechteste Spieler der Welt sein, plus, ich weiß auch nicht, einem Hack, der falsch eingestellt ist. Und bei den Gegnern, ja, also dieser Yellow und auch dieser Xantaris, nee, nicht der Xantaris, der K-Bot, dieser KE-Bot ist irgendwie, er wirkt so ein bisschen so, als hätte er dann doch auch nochmal die ein oder andere Info zu viel. Da gebe ich mir mal wieder die ganz große Kante hier. Guck mal, sie brennen sich zu dritt ab. Oh mein Gott. Na, guck mal. Der weiß schon Bescheid. Das fuckt ihn wohl auch etwas ab, dass die Jungs hier am Reinhacken sind. Es ist jetzt nur noch... Ah, nee, noch nicht. Der Cheater. Wann ist denn der vermeintliche Hacker gekillt worden? Durch wen? Wo? Wann? Wie? Wo, hä? Weißt du, ich sehe nur meine Mates, wie sie sich abfackeln wollen am Anfang der Runde und denke, die Runde ist so oder so weg. Das ganze Spiel ist weg. Und dann kommt der Win rein. Ah, leck mich doch, Alter. Was machst du? Er hat mich eben echt durch die Ding... Er hat 100% auch Bunny Hop, so schnell wie der da ist, hoppt er da komplett durch. Also, ich habe jetzt nicht den absolut schlechtesten Spawn der Welt gehabt. Und trotzdem war er schon da, also. So, Enemy Yellow. Hacker down. Könnte wieder ein Win werden hier. Wirklich schade, weil sie halt sonst natürlich eigentlich schön im Säckchen gewesen wären. Also hier der Win. Einer ist noch am T-Spawn, 100% der Drehende, ne? Dieser, ja genau, der Popek. Oh, genau, und der andere ist for a long. Er schreibt easy. Theoretisch hat er ja recht. Vom Skill her sind sie natürlich komplette Bobs. Aber mit einem Hacker ist es halt schwierig, ne? Naja, alles klar. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das wirklich live sehe, wie jemand da so am Reinkacken ist. Also ich glaube, habe ich schon mal einen Raid-Check tatsächlich erlebt? Zumindest in einem Video? Noch nicht, oder? Also im Spiel. Also ich mache hier Folgendes und zwar drücke ich eben, ja, Wall, Aim und Other rein, wegen dem Anti-Aim-Geschichtelchen und der ganzen Kacke. Ihr wisst schon, ja, das sollte eigentlich passen. Ich denke, es hat sich jetzt auch erledigt mit ihm, ne? Wir müssen die Demo jetzt nicht angucken. Er ist eindeutig am Reinhacken. Ich frage mich, ob das jetzt anders gewesen wäre, hätte ich noch meinen Rank. Das ist halt absolut nervig, ne? Dass der weg ist. Aber ich, ja... Ich kann mich einfach nicht hinhocken und bald eine Stunde lang warten auf ein Spiel und das zweimal. Ich meine, natürlich mache ich dann währenddessen andere Dinge, aber wenn nach 40, 50 Minuten kein Spiel kommt, dann kann ich mich nicht hinhocken, B ist clear. Und dann irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Das geht nicht. Also, oh, wartet mal, da entwickelt sich gerade was. Ich glaube, bei uns hackt jetzt einer dagegen, ne? Ist das unser russischer Kollege? Hier gucke ich mal ganz kurz. Ja! Er hackt einfach dagegen. Green. Why? Niemals die Lösung. Auch wenn jemand hackt, ist es niemals die Lösung oder eine gute Idee, dagegen zu hacken. Ist einfach schwachsinnig. Verheerend, wirklich verheerend. Ich möchte das Cheater-Experiment jetzt immer mittwochs machen. Das heißt, ich werde jetzt dadurch so oder so einmal die Woche mich hier dran setzen und die ganze Chose benudeln. Dann sollte der Rank irgendwann, wenn er dann mal wieder da ist, ja... halt auch vorhanden bleiben, außer ich muss ewig lange warten. Ich weiß nicht, warum es so ist, vielleicht, weil ich zu lange inaktiv war. Ich konnte auch kein Deathmatch reinsuchen, aber das habe ich ja auch schon alles gesagt. Naja, komm, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Und wir sehen uns dann vom Cheater-Experiment her am nächsten Mittwoch und im nächsten Video am Freitag. Dann, ja, haut rein. Und natürlich noch ein riesen Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. It's so lovely. It's so lovely. Mua.